Wie arbeitet nun eigentlich der Deutsche Bundestag ganz genau? Wenn man sich die Literatur anschaut, wird unterschieden zwischen Arbeitsparlament und Redeparlament. Jetzt ist der Ruf des Bundestages nicht besonders gut. Das liegt vor allem daran, dass man häufig in der Tagesschau dieses leere Plenum sieht. Das heißt, da sitzen wenige Leute im Plenum des Deutschen Bundestags. Und das liegt eben daran, dass viele Parlamentarier den Bundestag als Arbeitsparlament verstehen. Das bedeutet, dass hier Ausschüsse tätig werden, zum Beispiel der Auswärtige Ausschuss, wo sich Arbeitsgruppen zurückziehen, um an speziellen Sachfragen zu arbeiten. Wir sehen also eine zunehmende Professionalisierung des Bundestags. Viele Bundestagsabgeordnete haben überhaupt keinen vernünftigen Beruf erlernt, sondern sind dann gleich Parlamentarier geworden. Es gibt eine ganze Menge meiner Studierenden, Absolventinnen und Absolventen, die Politikwissenschaft studiert haben, die direkt ins Parlament gegangen sind. Neben den klassischen Funktionen der Gesetzgebung, der Wahlfunktion für den Bundeskanzler, für das Bundesverfassungsgericht, und der Kontrolle von Regierung und Verwaltung ist es dann vor allem also die Arbeit in den Ausschüssen, die den Bundestag ausmacht. Und das ist ganz interessant zu sehen, denn hier bestehen natürlich bestimmte Zwänge für Regierung und Opposition, zusammenzuarbeiten in den Ausschüssen, wo dann Mitglieder aus allen Fraktionen normalerweise zusammenkommen und hier an den Sachfragen arbeiten. Kommunikation und Repräsentation nach außen findet dann häufig im Plenum statt oder über die Medien. Wichtig ist zu erwähnen, dass die Abgeordneten, obwohl es ein Mehrheitsprinzip gibt und bei vielen Sachfragen dann auch Fraktionsbindung, gerade bei ethischen Fragen ihrem Gewissen unterworfen sind. Und so kam es zum Beispiel 2017 zur Abstimmung über die Ehe für alle. Und wir erinnern uns, Angela Merkel hat dagegen gestimmt, aber einige andere aus ihrer eigenen Fraktion haben eben für die Ehe für alle gestimmt, sodass da der Fraktionszwang aufgehoben wurde. Die Verfassungswirklichkeit sieht normalerweise so aus, dass es schon einen gewissen Fraktionszwang gibt. Wichtig ist für die Mehrheiten, die im Bundestag gesucht werden müssen, auch für die Kanzlermehrheit, dass es eben diesen Fraktionszwang gibt. Verfassungsänderungen können mit zwei Dritteln im Bundestag und im Bundesrat verabschiedet werden. Es hat bisher in der Bundesrepublik Deutschland 62 Verfassungsänderungen gegeben. Und hier in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist, dass es immer sowas gegeben hat, was sich Sperrminorität nennt. Das heißt, es hat immer eine Opposition gegeben, die mehr als ein Drittel der Sitze im Deutschen Bundestag hatte, sodass die Opposition eigentlich immer Verfassungsänderungen, wenn sie nicht einverstanden war, verhindern konnte. Es gibt noch so ein paar weitere wichtige Funktionen, wie zum Beispiel die abstrakte Normenkontrolle. Das heißt, der Bundestag kann mit einem Viertel der Mitglieder einen Antrag auf Prüfung einer Norm durch das Bundesverfassungsgericht stellen. Die alltägliche Arbeit besteht in Ausschüssen. Es gibt verschiedene Anfragen, die Bundestagsfraktionen stellen können. Große Anfragen, kleine Anfragen, schriftliche Anfragen, mündliche Anfragen. Kritik an der Arbeitsweise des Bundestags besteht vor allem darin, dass es einige Fehlsteuerungen gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, die vor allem die sehr komplexe Steuerpolitik, das Sozialrecht, die Staatsverschuldung betrifft, aber auch Subventionspolitik beispielsweise in der Landwirtschaft.